So, Sali Leute, heute machen wir mal ein ganz anderes Video, ein Reparaturvideo. Und zwar bei mir am Vito ist irgendwas am Getriebe. Und zwar die EHS schaltet nicht mehr. Das heißt, da drin sitzt eine Platine, also eine Leiterbahn. Und diese werden wir jetzt mal wechseln. Und zwar werden wir dann erst das Öl ablassen, dann die 6 Schrauben von der Ölwanne lösen und den Stecker ausbauen, der wo hier oben drin sitzt. Hier. Vielleicht ist er doch nur ein Kontaktproblem, was ich aber nicht vermute. Und dann schauen wir mal. So, jetzt werden wir erstmal das Öl ablassen. Da kommen jetzt so circa 3,5 Liter raus. So, jetzt gucke ich, wie viel Öl rausgekommen ist. Und so viel Öl mache ich nur wieder hin. Das sind 2 Liter. Sieht aber nicht schlecht aus, das Öl. Nee. Ja. Du machst dann nur Spülung oder was? Nee, ich brauche das ganze Innenleber aus, Werner. Ja, nee, hast du ja einmal gewechselt oder was? So, sind genau 3 Liter. 3 Liter. Hat der kein Anzeichen? Nee. So, hier haben wir jetzt den Anschlussstecker. Den werden wir jetzt mal entfernen. Und ziehen wir hier oben die Halterung nach unten, schon kommt der Stecker nach draußen. Den brauchen wir nur noch rauszuziehen und hier haben wir ihn. Der Stecker ist furztrocken, wie ich sagen, wie man es sehen kann. Er ist komplett trocken. Komplett trocken. Gut. So, jetzt werden wir diese 6 Schrauben abmachen. Und da das den Schrauben sind, nachher neue verwenden.
gerade nach unten. Ja, da ist noch ein bisschen was drin, wie man sieht. Dann sieht man den Ölfilter und das ist die EHS, die ganze Schalteinheit. Und die bauen wir jetzt gleich auch noch aus. Gut. So, als nächstes schauen wir dann die Pan. Das sieht sogar sehr gut aus, keine Späne, das sieht nicht von hier aus. Erst machen wir mal die alte Dichtung ab. Und dann schauen wir mal, ist nicht schmierig, gar nichts, kein Schleier. So, jetzt machen wir die sauber schön. Die Bremse reinigen. Gucken wir uns mal noch der Magnet an. Nee, Picobello sauber. Mal schön die Kante, wieder Dichtung nachher. Magnet. Rein. Rückseite, oh Gott, wenn wir schon dabei sind, mein Geschnitt braucht. So, neue Dichtung drauf. Aber dazu kommen wir später noch. Und beim Ausbau darauf achten. Hier sieht man das Schaltgestänge, also von der Bedieneinheit innen. Es muss in P stehen. Hier die Zentrierung muss da auf dem letzten Pinuckel stehen und hier muss neuer der Gangmalschieber genau in dieser Position beim Einbau wieder stehen. Jetzt lösen wir hier die 1, 2, 3, 4, hier vorne 1, 2, 3, 4 und hier die fünfte. Und dann können wir das Ganze herunterheben. Aber vorher müssen wir noch diesen hier ausbauen. Und das ist eine 7er Nuss. Und beim Anziehen nur handfest. Weil wenn man den Stecker nicht rausschraubt, dann kriegt man die EHS nicht raus. So. Jetzt wackel. Schon haben wir ihn raus. Eine Dichtung fehlt im Moment. Die holen wir aber neu raus. Ja.
lösen wir erstmal alle Schrauben. Und diese können später mit 8 Newtonmeter wieder angezogen. Das war kein Luxus, ne? Ja, man sieht, sie wird loser, es tripst mehr. Jetzt drehen wir alle raus, bis auf 2. 1. Das ist der schlimmste Part neuer, weil da wird mal ein bisschen zuselig. Das ist der schlimmste da dran. So. Haben wir noch 2 Schrauben, dann können wir die Einheit abnehmen. Man hält sie dann fest. Oder man lässt ein bisschen, ja schon ein bisschen Ausdruck. Wie gesagt, ich messe dann, wie viel Liter ich jetzt rauskochle. Und so viel Liter, bis auf halber weniger, fülle ich nochmal auf, dann messe ich. Da sollte man bei kalten Motor, müsste bei 25 Grad, muss der Messstab unten stehen. Und bei 85 Grad fast oben am Anschlag. Das sieht man aber nachher. Lass mal da erstmal einen Moment ausdripsen. Sonst, wenn ich das jetzt rausholle, dann, naja, sieht nicht aus wie Schwein, das muss nicht sein. Der Schraub ist raus, gell? Hat mir immer gefallen. So, kann man es abmachen. Okay. Ja, das ist die neue Platte. Die werden wir jetzt gleich tauschen. Jetzt werden wir die Steuerventile ausbauen.
einfach nur rausziehe. Und bitte nicht vertauschen. Als nächstes kann man die Platte irgendwo lösen, ganz einfach. So, hochziehe. Das war's. Das ist die alte Platte. Alles okay, Platte sitzt. Jetzt machen wir die Ventile hin. Das Bänkelchen neben dem Bänkelchen. So, und die können jetzt mit 8 Newtonmeter angezogen. Reinhard holt mal Flaschstoff in Hamburg mit, Ken. Warte, holt mal Flaschstoff in Hamburg mit für die Werkstatt, werde Reifen machen. Sei, bring du mal Gift, geh selber vorbei. Sei, so gern mit, dann guck ich ein Flasch Bier, den kann ich so gut sagen. Ah.
das Teil auch erledigt. Das wird jetzt auch mit 8 Newtonmeter angezogen. So, sind die neue Hülsennummerin. Diese wird jetzt nur so handfest mit einer Silbernuss angezogen. Jetzt mit 8 Newtonmeter anziehen. Was ausschütteln hier?